Ganz anders war das mit noch einer anderen Sache, die kann ich euch auch erzählen. Der war ich da, die kam nicht wieder. Aber ich möchte die. Jetzt sind wir hier fertig. Na super. Ich erzähle noch ein bisschen weiter. Ich möchte die Pointe jetzt eigentlich nicht klauen, nicht vorher wegsagen, aber ich habe jetzt die Kram nicht wieder. Jedenfalls, es ging damals drum. Pokémon-Figuren waren das eine, dann gab es Pokémon-Kuscheltiere. Plüschtiere! Oh, ich liebe Plüschtiere. Ich habe Plüschtiere geliebt, ne? Weil die waren so cool, die waren so geil, die waren so toll. Kosmet, boah, wie geil. Wir haben dann damals. Das war. Oh, schon wirklich mehr. War auch dritte Klasse, glaube ich. Ja, kam relativ zeitnah. Ewig zum Spielen verabredet mit ein paar Kumpels. Da waren wir draußen in den Feldern. Ja, ich wohne hier auf dem Land und hier sind noch Bauern und hier gibt es auch Felder. Frisch gesät alles, überall so, was weiß ich, ein paar hohes Gras. Und dann sind wir da mit unseren Figuren hingegangen und unseren Plüschviechern, Plüschfiguren, Plüschpokes. Ich sage jetzt mit Absicht nicht Kuschel-Pokémon, aber egal. Sind wir dann da hingegangen und dann haben wir echt mal, echt, was weiß ich, was es damals gab. Ich hatte Glura, Quapuzzi, Pikachu. Gab es alle und die hatten wir dann bei Sound. Da haben wir immer so Plüschkämpfe gemacht und dann flogen die auch mal 2 Meter weg, weil der Angriff effektiv war und hast du nicht gesehen, wie geil das alles war. Hat echt Laune gemacht. Ja. Jedenfalls ist es dann so weit, ist es dann dazu gekommen, dass ich irgendwann mit der Zeit älter wurde und reifer und diese Pokémon-Figuren hatten keinen Platz mehr hier in meinem Zimmer. Das war schlecht. Was machst du damit? Pokémon ist geil, du zockst es jetzt gerade hier als Let's Play, ihr seht das jetzt gerade hier. Muss also cool sein, kannst du nicht einfach so wegschmeißen. Tust du nicht. Warum sind die Gegner hier so stark? Das finde ich ja eklig. Was machst du jetzt? So, dann haben wir uns in der Familie, naja, nicht die Familie, ich und meine Mom drauf geeinigt. Pack die in einen Sack, wir legen sie in den Keller. Da kommen sie nicht weg, da können sie erstmal liegen bleiben. Kannst du, was weiß ich, später deinen Kindern geben oder sowas. Okay, machen wir so. Finde ich gut. Okay, alles soweit vorbereitet. Ich hab da hingebracht, in den Keller gelegt. Alles schön so einen gelben Sack angepackt, damit auch ja nichts damit passiert. Das waren, glaube ich, lass mich lügen, 6, 7 Stück an Figuren, an Plüschfiguren. Ja, eingepackt, alles schön hingesetzt. Oh, und nicht mehr dran gedacht. Oh, das tut weh, Kapitel. Nicht mehr dran gedacht. Jahre später. Und mit Jahre später liege ich noch gut dabei. War aber irgendwo unterwegs. Ich glaube, wir wollten meine Großeltern besuchen. Ja, wollten wir, genau, stimmt, meine Großeltern besuchen. Wir dann unterwegs gewesen. Hast du nicht gesehen. Und zwischendurch kennt ihr ja mit Sicherheit diese Container, wo du Altkleider reinbringen kannst und hast solche Sachen. Ja, und wir auf dem Weg. Auf einmal halten wir da bei diesen Altkleider-Containern. Wo auch andere, das waren ja nicht nur Altkleider, waren auch, konntest auch Glasflaschen hinbringen und hast du nicht gesehen, die ganzen Container rein standen ja da. Ja, auf dem Land war das noch so. Ist das noch so. So, alles hingebracht. Gut. Wir halten auf einmal. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben noch ein paar Klamotten, die wollen wir noch reinbringen. Hatte ich erst gar nicht gesehen. Ich, auf der Rückbank, wie ich saß, drehe mich um. So, was ich dann gesehen habe, hat mir wohl mal den Atem stocken lassen. Ich drehe mich um und den erstgelben Sack, den ich sehe, da war mein Plüsch-Glurak drin. Gesagt, was ist das denn? Was macht ihr da? Da wollten die tatsächlich... Meine Mutter und mein Vater wollten tatsächlich meine gesamten Plüsch-Pokémon-Figuren spenden. Spenden! Ja, okay. Nichts gegen Spenden, kein Problem. Aber doch nicht meine Plüsch-Figuren! Ja. Jedenfalls, ich war ja froh, dass ich zu Hause das extra Pikachu. Da gab es ja 2 von, das coole und dieses ekelhaft billige. Das coole noch versteckt hatte, das lag noch im Kleiderschrank irgendwo in der Ecke, hatte ich vergessen wegzupacken, ich cleverer Bu. Ja. Und ich hab's dann tatsächlich und ich bin bis heute stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ich habe gesagt, spendet sie. Ja, und sie wurden gespendet.
Und wenn das hier jemand sehen sollte, der sagt, der Pokémon-Plüschfigur aus so einem Container, möchte ich nicht, aus einem Second-Hand-Laden, sagen wir es mal so, vielleicht sind die da gewesen, hat Glückwunsch, behandelt diese Pokes gut, sie werden dir treu sein. Ja. Das war auch echt eine schwere Zeit. Da denkst du dir echt so, das kann nicht schlimmer werden. Und dann sind da ein Pokémon und dann sind die weg. Aber gut, ich hab's überlebt. Ich bin nicht halb so gestört, wie ich dachte, dass ich wäre dadurch. Das traumatische Erlebnis konnte abgewendet werden. Aber das sind so Geschichten, die vergisst du auch nicht, ne? So banal, wie sie sind. Aber diese zwei Geschichten sind zum Beispiel fest drin, weil ich die nicht vergessen werde. Die Pokémon-Plüschtiere und die Pokémon-Action-Figuren, wollte ich sagen. Und diese kleinen Figürchen. Vergisst du im Leben nicht. Krass, das ist totaler Wahnsinn. War auch sehr traurig. War auch sehr, sehr traurig. Aber ich musste stark sein. Das ist ja noch nicht alles. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss sagen, diese Erziehung, die ich genossen habe, hat meine Entwicklung nicht wirklich geschädigt. Hey, ich weiß jetzt ganz genau, da werden einige von euch lachen. Aber fasst euch an die eigene Nase. Alles gut. Ah, ich überlege gerade, was könnte ich euch noch erzählen, die wir hier am Leveln sind. Was wir übrigens jetzt gerade 23 Minuten machen, je nachdem wie der Schnitt gesetzt ist. Das ist auf jeden Fall der zweite Part. Was könnte ich euch noch erzählen? Was könnte denn noch kommen? Noch was zu Pokémon? Noch was zu Pokémon, aber was? Aber was? Ja, jetzt fällt mir gerade echt nichts ein. Ich habe im letzten Part, glaube ich, schon mal nachgefragt. Habt ihr noch interessante Geschichten zu Pokémon? Dann sagt mir die ruhig. Das wäre wohl cool. Hab ich jetzt noch was aus dem Stegreif? Naja, eigentlich nicht. Ne, mir fällt so nichts mehr ein. Ich habe noch eine allgemein, könnte ich noch was erzählen. Also nicht speziell auf Pokémon gemünzt, sondern allgemein. Aber das passt ja auch. Nein. Ja, hier kann man vielleicht tauchen. Aber ich kann noch nicht tauchen. Ich habe noch keinen Taucher. Ich habe das Event noch nicht gestartet. Das mache ich gleich auch. Ich will mich aber noch eben hier so ein bisschen umsehen. Hier müssen wir später hin, das wird noch wichtig. Dieser weiße Felsen. Wo man nichts sieht, wo man nichts machen kann. Der wird noch wichtig. Oh, es hat schön beruhigend hier auf dem Meer zu schippern. Was ist denn? Von Tentara, den Ruf von Tentara gehört. Okay, was tun wir jetzt? Oh, Trainerin. Ich weiß gar nicht, warum ich Voltenso trainieren. Den brauche ich eigentlich für den Kampf gegen... Nein! Mist! Oh, Flügelschlag, ich zittere vor Angst. Statik. Du Wurm. Ich wollte gerade sagen, Voltenso brauche ich eigentlich gar nicht für den Plotkampf. Also die das Spiel nicht kennen möchte, die möchte ich halt nicht spoilern, aber die meisten werden halt wissen, was gleich passieren wird, wenn ich wieder in Moosbach City bin. Aber für die es nicht wissen, möchte ich halt nicht spoilern. Ich bin mit meinem
Voltenso echt zufrieden. Und mein restliches Team finde ich auch nicht schlecht. Also ich glaube, das läuft ganz gut. So, ist hier oben noch was und sonst hauen wir ab. Wenn der Schutz nicht aufhört, dann fliege ich auf jeden Fall zurück. Ich wollte gerade sagen, dich habe ich doch noch nicht. Dann geht's zurück und dann machen wir mal ein bisschen Plot-Action hier. Oh, ein Triathlete. Na nun, guck mal an. Voltenso, setze Donnerblitz ein. Vernichte diesen Gegner. Ise. Das war noch nicht die große Herausforderung. Oh, Wesser versucht, Erdbeben zu erlernen. Jetzt freue ich mich aber. Dann machen wir doch mal gleich Intensität weg. Also Amnesie und Erholung möchte ich ihm gerne noch beibehalten lassen. Weil mit Amnesie fahre ich recht gut, habt ihr ja bei der Arena-Leitung gesehen. Und Erholung ist halt ein super Move, da er viele KP hat. Das hilft. Und Erdbeben ist Erdbeben, ne? Ich meine, hallo! Erdbeben. Wie geil das einfach ist. Oh. Das arme Stern. So, die Erfahrung wird weniger, die wir hier so langsam kriegen. Es wird Zeit, den Plot voranzutreiben. Auf geht's wieder nach oben. Oh, guten Tag. Wenn ich schon mal hier bin. Muss ich es nachher nicht nochmal machen, ne? Man muss auch so sehen, das ist präventives Arbeiten. Welche wen ich jetzt schon besiege, muss ich später nicht besiegen, desto schneller kommen wir nachher voran. Und wir kommen auch gleich zu einem Part, den ich eigentlich innovativ gesehen sehr, naja, eigensinnig finde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er kommt auch im gesamten nächsten Spielverlauf. In den nächsten Generationen gar nicht mehr vor. Oder? Moment. Nö, ich glaube, der kommt nicht noch einmal. Kommt der noch mal vor? Leute, vielleicht könnt ihr mir vielleicht helfen. Taucher. Die VM. Kommt die in der späteren Generation noch mal vor? Ich weiß, sie wurde hier eingeführt. Weil man halt was Neues machen wollte. Aber kommt das noch mal? Ich glaube, das haben die ganz schnell wieder abgeschafft. Oh, Tohaido. Ich liebe Tohaido. Tohaido ist schnell, stark, hält aber leider nichts aus. A Clutch. Aua. Der große weiße Hai. Es ist Tohaido. Der ist noch ein Angler. Mehr Erfahrung heißt mehr Erfahrung. Kaniva. Gott, ich würde das gar nicht aushalten können. Ich habe mir jetzt gerade kurzzeitig vorgestellt, wie der Brain AFK, ich habe mir wieder was anderes drin, wird so, ich bin mir jetzt gerade wieder vorgestellt, wie es wäre, wenn ich dieses Let's Play hier als Pokémon Smaragd als Walkthrough machen würde. Das würde ja ungefähr so sein. Ich meine, wer tut sich das an? Das erst recht. Ich meine, Pokémon, ich gebe ja zu, für mich auch Pokémon Smaragd. Also Pokémon in Normalgeschwindigkeit finde ich schon klar. Als Let's Play gucke ich mir das an, wenn ich auch die Story verfolgen will. Und deswegen sage ich ja auch, ich mache eine der Generationen mache ich in Normalspeed, damit ich euch die Story und alles etc. näher bringen kann. Amatus, genau. Und den Rest der Generation wird dann im 200% Lauf gemacht, damit es schneller geht.
Aber als Walkthrough? Ich meine, da sagt keiner was. Und du siehst da nur, wie das Spiel abläuft. Mir fehlt da was. Klar, ich habe mir auch schon von Dead Space zum Beispiel Walkthroughs angesehen. Weil ich bei Dead Space, wenn die reden, möchte ich keinen haben, der dazwischen redet. Gibt's ja auch mehr als genug. Gerade, oh, pass auf, da kommt doch hier ein richtig geiler Monolog hier zwischen dem Boss und dem Protagonisten. Und die unterhalten sich gerade, es ist auf dem Klimax, auf der Höhe der Spannung und auf einmal. Ich hab jetzt ein Voltenso gefangen. Kommt da so ein blöder Kommentar. Ja, Entschuldigung, das muss nicht sein. Okay, hier habe ich alle weg, dann gehen wir jetzt zurück. Das ist, finde ich, da sind Let's Plays. Wenn man Let's Plays macht, ist super dazu. Aber man muss in dem Moment, wenn so ein Dialog kommt, die Schnauze halten können. Meines Erachtens nach. Es gibt auch einige, die scheiß auf Dialog, ich will nur, dass ihr labert. Kann auch sein. Ist aber meines Erachtens nach muss man schon drauf. Aber bei Pokémon hier. Da kannst du ja labern, wie du lustig bist. Da quatscht dir keiner dazwischen. Keiner. Niemand! Gut. Dann nehmen wir doch jetzt mal Belsa nach vorne. Und geben mal, ich würde sagen, Kapilz in die P-Teiler. Kapilz können wir auch noch gebrauchen. Items. Ja, was ist, ich meine. Ja, ich kann wieder. Ich frage wieder euch, wie ihr das seht. Habt ihr das lieber als Let's Play, als Walkthrough? Was ist, wo sind die Vorteile für euch? Was meint ihr? Oh, guck mal. Mark mit Team Magma, was hat er jetzt vor? Die alten Spitzbuben hier. Ich komme hinterher.